Die berüchtigte Ilsa ist wieder da. Diana Thorne, die Inkarnation des Bösen in ihrer neuesten, grausamsten Rolle als Ilsa die Tigerin. Diesmal leitet sie ein exklusives Ferienhotel in Sibirien. Zugegeben, einige Bungalows mögen etwas zu klein, die sanitären Anlagen vielleicht altmodisch sein. Doch letztlich wird dort der gewohnte Komfort eines gemütlichen Feriendomizils geboten. Elektrizität, gutes Essen und viele Möglichkeiten, sich in frischer Luft zu betätigen. Beim Wassersport oder entspannenden Gruppenveranstaltungen. Auch an Individualisten hat man gedacht, sie dürfen mit den Haustieren spielen. Doch Erfolg hat man nur so lange, bis einem der Boden unter den Füßen zu heiß gemacht wird. Auch eine Frau wie Ilsa muss ab und an in einem anderen Gewerbe ihr Glück versuchen. Zum Beispiel in der Massagesalonbranche. Das Re-Magazin schreibt, Diana Thorne ist ein dem Schrecken dienender weiblicher James Bond. Ich möchte ihn leben. Sie ist brutaler als Dirty Harry. Die Tigerin ist ein Naturtalent. Sie ist die personifizierte Versuchung. Sie beherrscht das Chaos. Sie ist die Priesterin des Bösen. Wenn sie ihre Krallen zeigt, werden sie zum letzten Mal in ihrem Leben Gelegenheit zuschlagen. Also wagen sie es nicht, die Tigerin zu reizen. Diese Frau genießt es, Schmerzen zu bereiten. Sie genießt es, zu töten. Sie ist der Superlativ der Femme Fatale. Doch auch eine so clevere Dame wie die Tigerin stößt ab und an auf unerwartete Schwierigkeiten. Zum Beispiel, wenn ehrenwerte Herren auf sie zukommen, die selbst in der Unterwelt nicht sehr beliebt sind. Oder wenn ein zu allem entschlossenes russisches Spezialkommando sich um sie bemüht. Versäumen Sie nicht, der bösesten Frau der Welt zu begegnen. Diane Thorne, die Frau, die zu hassen Ihnen nicht schwerfallen wird, in ihrer neuesten, grausamsten Rolle als Ilsa die Tigerin.